Hey Leute, und es geht weiter mit der Schwarze Baum vom 7. Teil der Awakening-Reihe. Ja, wir sind immer noch hier in diesem wunderschönen Wald und können uns hier weiter umschauen. Und ich meine, dass ich zuletzt irgendwas mit einem Rezept oder so machen sollte. Ich muss nur noch mal mich drum kümmern, glaube ich, weiter. Und die Frage ist, kriegen wir hier irgendwo heißes Wasser her? Was ist eigentlich mit dem Drachen? Sobald ich alles habe, komme ich zurück. Hab ich denn alles? Oder wie? Nee, ich glaube dann... Nee. So, ich muss jetzt leider gerade nachsynchronisieren, weil die Audiospur ab jetzt ausgefallen ist. Wie auch immer das geht. Aber wir machen jetzt hier weiter mit unserem Wolkenzaubertrank. Und ich habe hier gerade das Pulver verwechselt gehabt. Macht aber nichts. Packen wir den Korken drauf, schütteln das Ganze, fertig ist das Zeug. Kommt aber auch direkt das nächste Rätsel. Und zwar wähle die beschriebenen Gegenstände aus, um den Zauber zu brechen. Regen herzustellen erfordert Anmut und Können. Spiele 5 Noten, um den Ostwind herbeizurufen. Die Blitze sind es dann aber wohl nicht. Da tut sich nicht viel. Es muss also irgendwas anderes sein. Und da steht, spiele 5 Noten, wähle ich doch einfach mal die Noten aus. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte ihn freundlich um Hilfe, dann schickt er seine 3 Windhundwelpen. Haben wir denn 3 Windhundwelpen? 1, 2. Ist das ein Hund? Ja. Sie tollen über die Wolken am Himmel und nach 4 Blitzen wird dann Regen fallen. 1, 2, 3, 4. Und das war's auch schon. Jetzt haben wir hier so einen Wolkenzauber. Eingesperrte Regenwolke. Ja, damit gehen wir dann wieder raus, würde ich sagen. Denn vielleicht können wir das ja in den Kessel jetzt packen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Na. Doch nicht. Ja. Ich weiß meine Überlegungen gerade nicht, die ich hatte, warum ich hin und her gelaufen bin, aber ist ja auch egal. Irgendwie muss es weitergehen. Also, tun wir das Ganze da rein. Und es klappt sogar. Durch die Regenwolken kommt Wasser in den Kessel. Leider nicht. Nee, das sind ja auch die Pilze. Vielleicht ja, aber was anderes. Heißes Wasser, Rinde mit Moos, Pilze. Nee, das klappt nicht. Ich muss ihn erhitzen. Das heißt, Cedric. I know, the cauldron. I'm on it. Cedric kann das Ganze wieder heiß machen und damit kriegen wir auch heißes Wasser. Ich brauche etwas, um dies zu transportieren. Tada! So. Ich komme zurück, sobald ich alles habe. So, jetzt kann ich alles irgendwie hinpacken. Was? Excellent. Give me a moment. Ja. Okay. Dann mach mal. It's ready, but I need schon your wieder. Come here and apply the medicine to this spot. Das hätte er ja auch machen können, aber nein, wir machen das ja gerne. Also helfen wir dem Drachen mal und streichen ihm das Moos drauf und eben alles, was da noch gemacht werden soll. Die Schwellung scheint zurückzugehen. Ich muss sie. Die Schnitte sind tief. Ich muss sie verbinden. Und ich muss dringend desinfizieren. Also irgendwie soll ich da jetzt alles machen. Ist aber kein Problem. Splitter ihrer Wurfgeschosse haben ihn getroffen. Die holen wir natürlich mit der Zange alle raus. Der arme Drachen, dem soll geholfen werden. Gibt aber noch mehr, der Verband. Und damit ist alles erledigt. Fast. The salve I made works quickly, but I need bigger bandages to dress this wound. Der braucht mehr Verband, auch das lässt sich bestimmt einrichten. Wir haben ja unser Bett, genau.
We're ready to fly anytime. So, jetzt können wir losfliegen. Hilft dem Drachen, gesund zu werden. Das haben wir gemacht. Ja, und nu? Er bereitet sich zum Aufbruch vor. So, nu? Soll ich auf den Drachen gehen? Let's fly. Los geht's. We traveled far beyond the kingdom's borders, following the great river. And at last we arrived at a dusty, lifeless land where only the black tree grew. Betritt den Baum. Ja, wir sind wieder an einem neuen schönen Ort. Dem schwarzen Baum, kleine Erdhügel. Und eine Fee. Er hat recht, ich sollte tatsächlich vorsichtig sein. I sense powerful magic within this tree. Be careful as you look for clues. Oh, eine Eule. Hoppla, wo kommt die Eule her und wie werde ich sie los? Tja, Cedric vielleicht? Yep, yep, fire in the hole coming up. Never thought I'd use fire to scare a bird away. Hat geklappt, Eule weg. Oh, und wir kriegen Pfeil und Bogen, das ist natürlich sehr schön. Nichts ist passiert, vielleicht ist hier keine Energie. Der Kristall ist ganz milchig und ohne Glanz. Wie kann ich seine Energie wieder aufladen? Weiß ich nicht, beim Erdhügel können wir irgendwie gerade auch nicht viel machen. Da oben ist noch was. Einige Stücke der Krone fehlen. Ah, und eine Schaufel. Ja, die können wir gut gebrauchen. Damit gehen wir natürlich in die Erde rein. So. Und was ist da? Siehe da, die Krone natürlich. Packen wir natürlich nach oben rein. Jetzt öffnet sich das hier schön. Und was soll ich tun? Finde die Objekte, die den Silhouetten am unteren Bildrand entsprechen. Ja, das Horn ist aber irgendwie anders vom Einhorn. Da muss man also noch wieder mehr machen können irgendwie. Weil das stimmt irgendwie nicht. Die Sachen, die unten angezeigt werden, kann man... Ups, die kann man so nicht direkt finden. Also kann man da bestimmt was drehen wieder oder so. Ja, das verändert sich nämlich, das Bild. Und dadurch kann man natürlich dann wieder die Objekte besser finden. Da ist auch das Wappen. Da ist das Horn. Jetzt klappt das auch. Die Krone. Aber dieser Adlerkopf ist irgendwie schwer zu erkennen, was sie da eigentlich wollen. Das probiere ich einfach mal rum. Das war der richtige. So. Was noch? Die Krone natürlich. Und ja, jetzt fehlen da so zwei Embleme. Aber jetzt nur noch eins. Aber es ist schwer zu finden. Da ist das letzte Stück. Habe ich nicht gesehen gehabt. So, jetzt leuchtet der Kristall auch und jetzt kann man reingehen in den schwarzen Baum. Longhorn! It's all right. I trust you, Sasha. Find out the truth. Ja, wir sind Sasha und ich hatte schon wieder voll vergessen, wer wir eigentlich sind. Aufgabe erfüllt, betritt den Baum. Ja, was haben wir hier? Eine Vase oder so und wieder versteckte Magie. Winzige Kieselsteine. Ich brauche eine Lupe.
Check out that strange mask. Is it alive? Welcome back, Your Majesty. The Black Heart awaits its rightful owner at the top. Finde einen Weg nach oben. Wähle die magischen Kreise aus, um das versteckte Muster sichtbar zu machen. Finde die passenden Musterpaare. Ja, die sehen aber alle schon wieder voll gleich aus. Und der Witz ist, dass ich dachte, man muss die Blumen aussuchen. Und da gibt es irgendwie, einen Zusammenhang. Anstatt die Leuchtdinger. Aber ist auch egal, auch so geschafft. Wie seltsam, ein Buch an einem Ort wie diesem. Zu weit weg, ich brauche ein Hilfsmittel. Vielleicht Pfeilenbogen. Haben wir zufällig. Und ein schöner Edelstein. Wir kommen ganz gut voran eigentlich. Das kann ruhig weiter so laufen. Leider nicht. Gut. It said Your Majesty. No way. How could my father be the knight? It's a frame-up, I'm sure of it. And the tree lets in only humans. We're looking worse by the second. Let's get to the bottom of this. This place. It's a sitting room. Whoever is behind this knows powerful magic. See the basin in the distance? It's a memory well. Perhaps that will reveal the Black Knight's secrets. Wieder ein neuer schöner Ort. Und hier haben wir jetzt irgendwelche Edelsteine oder so, die wir da einsetzen können. Ja, sortiere ich einfach mal so ein bisschen rum. Aber wir haben auch was eingesammelt. Wofür ist das Ding? Könnte das eine Art Anzeige sein? Aber einer fehlt irgendwie und das passende Stück haben wir scheinbar nicht. Kann ich also nicht zu Ende bringen. Was ist hinter dem Wasserfall? Und eine weitere Fee, schon die 19. Eine Lupe. Sehr schön. Und die können wir natürlich einsetzen jetzt. Hier müsste aber auch noch eine Fee sein. In diesem Bild. Fällt mir gerade ein. Und da ist sie auch schon, die 20. Fee, Profisammler. Juhu, alle Feen gefunden. Super, gut, das wollte ich nicht vergessen haben an der Stelle. Ja, das hast du schon gesagt. Noch was eingesammelt? Dann benutzen wir jetzt mal die Lupe. Wähle die Kieselsteine aus und bilde Paare. Ja, sowas macht ja immer Spaß. Und die Rätsel sind bisher halt auch relativ einfach. Was aber auch zur Abwechslung echt mal schön ist, hatte ich noch gesagt in dem Part. Einfach weil es auch vielseitig ist. Also es ist vielleicht zwar nicht so schwer, aber dafür immer total unterschiedlich. Und das finde ich auch mal ganz schön, dass man sich nicht halt so im Kopf und Kragen rätselt, sondern auch mal schön weiterkommt und das Gefühl hat, erfolgreich zu sein. Obwohl, naja, das schwarze Herz des Baumes saugt alles Leben aus der Erde. Betätige die Lilia-Knöpfe, um die Symbole an ihre vorgesehene Position zu bewegen. Ja, also wir haben jetzt hier auch irgendwie im Hintergrund so Feuer, Wind, Pflanzen, Wasser und diverse andere Symbole. Und ich nehme halt mal an, dass Wasser zu Wasser soll und Feuer zu Feuer. Und nur die anderen weiß ich halt noch nicht. Aber ich drehe mal vor mich hin, ohne hoffentlich dabei durchzudrehen. Ja, und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Also Wasser ist schon mal bei Wasser. Jetzt machen wir mal das Pflanzenblatt zur Pflanze. Jetzt müsste halt nur noch dann der Wind oder das Windsymbol oder Wolken, wie auch immer, müsste halt dann runter. Das auch an richtiger Stelle ist, genau. Fragt sie nur noch, wo der Edelstein und diese Maske hin soll. Die Maske soll nach unten? Oder was? Oder wie?
Nein, ich merke an der Stelle, dass die Maske oben hin soll. Und dementsprechend muss es doch wieder umgedreht sein. So, müsste es jetzt stimmen. Nur der Wind muss jetzt wieder rüber. Oh, das war falsch. Und Wasser muss rüber. So, genau, die beiden umgedreht, sodass Wasser wieder nach oben kann. Jetzt ist das schon mal richtig. Und die Maske muss halt jetzt an die mittlere Stelle. So. Stimmt es dann soweit eigentlich? Jetzt ist nur noch die Frage, was jetzt falsch ist, weil Maske und Stein ist richtig. Pflanze, Wasser, Feuer auch. Diese Baumsymbole, diese, weiß ich nicht, Dinger, die haben halt keinen Ort, wo sie direkt hin sollen. Nur, dass ich es übersehe, dass zwei oben sind und höchstwahrscheinlich auch zwei unten hingehören. Deswegen bin ich mir nur unsicher an der Stelle gewesen. Und sehe eigentlich nur den letzten Schritt gerade nicht. Und dann ist auch alles richtig. Nee, das ist schon richtig so. Das könnte man halt höchstens noch umdrehen. Nein, andersrum. Das ist auch richtig. Na komm schon, mach den letzten Dreher. Perfekt. Jetzt habe ich es auch. Jetzt können wir weiter rein. Was? Ein Menschenwesen hilft den Minotauren? So eine Art Tarotkarte oder so, Verräterkarte eingesammelt. Da fehlt etwas und wir können was einsetzen. Und es passt. Ah, und damit ist der Aufzug frei. Finde einen Weg nach oben. Das haben wir erledigt. Und wir sammeln irgendwie wieder so eine Art Anleitung ein. Repariere und benutze den Aufzug. Hm, leider nicht genug Energie, um den Aufzug in Betrieb zu nehmen. Kann aber schon mal den anderen Knopf reintun und so eine Art Energiestein oder sowas einsammeln. Immerhin. Ja. Ich frage mich da auch gerade irgendwie, ob es da auch eine Fee gibt, halt im Aufzug, die man nur gerade irgendwie schwer sehen kann oder so. Aber ich glaube, die gibt es da auch nicht. Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, die Fee zu finden, aber ich nehme halt einfach mal an, dass im Aufzug keine ist, weil das kein extra Wimmelbild sozusagen ist. Ja, gibt aber andere Dinge, die man vielleicht noch tun kann, wenn auch nicht gerade vielleicht an der Stelle. Da könnte man das letzte Objekt vielleicht reinsetzen oder auch nicht. Doch, es klappt sogar. Jetzt ist der Aufzug nämlich auch aktiv und wir können nach oben fahren. Repariere und benutze den Aufzug. Das haben wir gemacht. Ich suche die Fee, nur dass ihr euch nicht wundert. Fee, wo bist du? Na gut, der Kopf fehlt. Eine Karte, die den ausgetrockneten Fluss... Blabla, okay. Whatever. Zu blöd, dass ich keine Haarklammern trage. Hm, noch irgendein Papier? Ganz schön dickes Glas. Wie komme ich an die Karte dahinter? Vielleicht irgendwie aufschlagen oder so, aber wir haben gerade nichts. Einige Tasten fehlen. Hier, er hat etwas im Schnabel. Hier fehlt eine Kurbel, deshalb öffnet sich der Schnabel wohl nicht. Hm. Aber nichts, was wir gerade einsetzen können. Und eine Menge Kram, den wir jetzt haben, aber noch nicht so wirklich benutzen können. Was gibt's noch? I can't keep this up. Find a way to turn it off. Ja, okay. Warte, ich helfe dir. Moment, schnell, meine Zauberkette. Okay.
That was close. It's a good thing we make a great team. Ja. Cool. Und nu? Was auch immer, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter und hoffentlich dann real synchronisiert, nicht nachsynchronisiert. Da war noch eine 21. Fee, das ist gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Awakening, der schwarze Baum. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und ja, bis zum nächsten Mal.